Herzlich willkommen zum 10. Meetup dieses Jahres von der Dresden Open Source User Group. Die Agenda sieht heute so aus, dass ich kurz vorstelle, wer sind wir? Und danach gucken wir uns heute mal SystemD an. Was ist das? Wie funktioniert es? Und alles mehr. Das wird der Jörg, der Bashar und der Daniel quasi machen. Und zum Schluss wieder, wie immer, eine offene Diskussion, wo man alle Sorgen und Nöte und Anregungen loswerden kann. Genau, aber fangen wir erstmal an. Wer sind wir eigentlich? Wir sind die Dresden Open Source User Group. Wir möchten eine Plattform für jeden, der sich für Open Source interessieren möchte. Interessiert, der quasi einfach auch mal was vorstellen möchte, was er mit Open Source Software gemacht hat oder wer einfach, sag ich mal, zu Communities Kontakt aufnehmen will. Auch dafür sind wir da. Organisiert wird das hauptsächlich von Daniel und von mir. Und es gibt verschiedene Plattformen, auf denen wir zu finden sind. Einmal im Web unter der ddosug.de oder .org. Wir sind über E-Mail erreichbar, also über hello@ddosug, über LinkedIn, Meetup, Telegram und, wie schon angesprochen, auch über einen YouTube-Kanal. Was planen wir? Ganz groß planen wir im nächsten Monat, und zwar genau am 20. November, ein etwas größeres Event, und zwar den sogenannten Thementag, wo wir das Thema Open Source in der Bildung beleuchten wollen. Dafür haben wir verschiedene Speaker gewinnen können von verschiedenen Firmen, die ja, wenn man es so sieht, auch teilweise nicht unbekannt sind, also zum Beispiel Moodle, GeoGebra oder auch die die Document Foundation. Für dieses Event müssen wir leider sagen, dass es leider nur online stattfinden kann, weil die aufgrund von Planungsunsicherheiten und der hohen Inzidenzen wir nichts anderes gewährleisten können und auch nichts anderes organisieren können. Was wir aber noch brauchen, sind Leute, die, sag ich mal, über Social Media quasi Werbung machen, die uns an dem Tag unterstützen. Und zwar brauchen wir noch Leute, die, sag ich mal, die Videotechnik an den Tag bedienen, weil wir vorhaben, zumindest die Moderation aus dem Hörsaal der TU Dresden zu machen. Genau, und Werbung im Allgemeinen, also jeder, der sagt, hier, da gibt es was Tolles, einfach rumtragen. Wie gesagt, für dieses Event gibt es auch einen Webauftritt, den ich jetzt einfach mal kurz zeigen möchte. Der ist unter dieser Adresse ddosug.org zu finden, wo alles dasteht, warum wir das machen, weshalb wir das machen, wann es stattfindet, wo man sich anmelden kann, damit wir ein bisschen so eine Übersicht haben, wie viele Leute es in etwa wären, wo man fragenlos werden kann, wo die einzelnen Vortragenden quasi vorgestellt werden und wo auch die Agenda komplett hinterlegt ist, dass man sagen kann, das interessiert mich, jenes interessiert mich und da möchte ich dabei sein und nicht und zuhören. Unten haben wir schon mal so ein paar Sponsoren. Das sind noch nicht alle. Da kommen noch einige dazu. Also es ist bis jetzt sehr viel Arbeit gewesen, diesen Kontakt zu den einzelnen Vortragenden und auch zu den Sponsoren herzustellen. Und auch, wie gesagt, die Webseite hat Arbeit gemacht, die der Daniel quasi für uns erstellt hat. Vielen Dank dafür. Genau. Und wie gesagt, jeder ist da herzlich eingeladen, 20. November. Diesen Jahres um 10 Uhr geht's los. Genau, wer bin ich? Ich bin Martin Beach, für alle, die mich noch nicht kennen. Bin von der TU Dresden beschäftigt und auch über diverse Plattformen wie die Webseite, Telegram und auch LinkedIn zu erreichen. Gut, und da würde ich jetzt sagen, halten wir uns nicht länger auf und ich würde einfach das Wort an Bashar übergeben. Der uns jetzt einfach mal LinkedIn vorstellt. So, Bashar, dann kriegst du jetzt erstmal Moderationsrechte. Zum Moderator. Und dann kannst du loslegen.
Zum Präsentator, oder, Martin? Richtig. Zum Präsentator. Dann. Ja. Dann kannst du loslegen. Ist nicht so einfach. Soll zuerst Rechte geben. Irgendwie ist dein Bildschirm auch sehr, sehr breit. Ich sehe noch gar nichts. Ach, nein. Muss zuerst Berechtigung geben, dass diesen, das Chrome überhaupt. Chrome kann das. Jetzt ist Bashar weg. Dann warten wir mal kurz, dass er wiederkommt. Kommt er wieder? Zum Präsentator. So, jetzt bist du wieder Präsentator. Ach, keine Sorge, Bashar, wir schneiden sowas raus. Nee, so. Das lassen wir hauptsächlich stehen. Screenshare funktioniert. Bashar, yep. Du darfst. Ja, yep. Okay. So. Hallo, ich bin der Bashar. Für mich ist es einfacher, wenn ich Englisch spreche, so für technische Themen, so wenn keine, wie sagt man, ja, Objections, wäre besser, wenn ich Englisch rede. So, let me at first introduce myself, Bashar Al-Khatib, working in the field of informatics for the last 15 years. Mainly, I'm a system engineer, and yeah, the last 5 years, I moved a little bit to be a DevOps engineer. Originally, I came from Syria, located at the moment in Dresden, Germany, for the last 7 years, and working, most of the 7 years for SAP, external and now internal colleague. So, you can find me on all platforms, just Bashar Al-Khatib. There's a few people in the world called Bashar Al-Khatib, so you'll find me immediately. So. My part today is talk a little bit about the concept of systemd. Why is systemd? What's the difference between systemd and initd, or what we call it systemv or sysv? And then we will talk a little bit about the putting process, how we will get the system to the target that we or the target which is intended to be, and then how the service will start. I will also cover a little, a different point, which is the logging mechanism, which is how we call it shipped with systemd, which we call it journaled. And yeah, that's mainly it. So let's start with that. So what's systemd? Systemd is a kind of new modern service management, and it's a kind to unify how the service configuration will or must be like, and how the service must be behave across Linux distribution. It's a kind of how we call it abstract all services, or add a kind of metadata to all services to make it easier to manage. So all this kind of dependency, if a service had any dependency to another service, so it must be started after a service. All this stuff, all this metadata, all this integration information can be packed inside some configuration files, which we call it units. This is systemd. It's not only this stuff, or it's not only a process that will start at the, in the beginning of the put. Actually, it's covered how we call it a full stack of many daemons. It how we call it replace a lot of old daemons and utilities that we used to use. Like example, everything regarding device management, login management, network management, and as well the event logging. This project started 2010 by two of Red Hat software engineers. And since 2015, the majority of the Linux distribution adopted systemd, and some of them, it's a must to have a systemd running to run the system, to run the distribution. So why systemd? So I don't know if you are aware of the how we call it the put process of in systemv in the past, where
you have scripts which start in a kind of sequential way. So all the processes we start one by one. In systemd, this implementations changed a lot. So the main goal of systemd is parallelizing. So even the starts of processes, even if there's a kind of dependencies, you can parallelize as much as possible, which means at the end, the whole time of the putting will be minimized. Also, with systemd, you have a kind of unified service management tools. And as I said in the beginning, metadata, which can be used, doesn't matter which Linux distribution are using, the same metadata can be used wherever. It's a kind of unified service management. And one of the best, I would call it, benefits that systemd offers, it's the babysitting. You don't have a service which is not or can escape the babysittings. That means whenever you start a process, it doesn't matter if it's a fork or it's an original process, it will be started inside, how we call it, a package of resources, let's call it like this, which in systemd language called a slice. That means it will not overwrite or overcommit or use more resources than it can or it had to. Also, systemd used the concept of C groups a lot, which may present a very efficient resource management model. So that means you can assign CPU slices, you can assign memory slices, IO slices to each process. And if the process started in a slice, all the children processes will be started in the same slice, which means, let's take an example. For example, you have an HTTPD service, which is working, and you have a kind of CGI. The CGI will fork a process for each, how we call it, login, or for each session. This child's process, sees, will share the slice of resources of the parent service. That means if you start the HTTPD or Apache within a slice with a defined resources, all the forked processes or the children of this process will share the same slice of resources. So you don't have this situation. If you configure your system correctly, you don't have the situation that you will have a kind of DDoS. You will have a kind of DDoS on the service itself, yeah, but not on the system, the whole system. So that's one of the best benefits that I see in systemd as well. How the put process is done, actually. I will just go through the basics of the put process at the beginning, whenever you pull power on the server, how the execution will be handed over to the BIOS at the beginning, starting some procedures and some small codes to just scan the hardware or whatever. And then by normal MBR, I would call it model or configuration stack, the first sector will take the execution, and there's some piece of code inside the first sector will be started, which read a kind of a table where you will find which partitions are exist or which partitions exist on the machine, on the hard disk, and which one is the active one. And then this piece of code will hand over the execution to this partition, active partition, where actually it's the first sector of it as well, which we call the VBR, the volume boot record, where normally a piece of code resides and I'll call it start executing the startup routines of the system. During this phase, that depends on the system that you are putting, there's an involvement of a piece of code called the bootloader. If you are using grub, for example, a part of grub is residing on the master boot record. If you are using different, it may not reside in the master boot record, but maybe it resides on the volume boot record. But anyway, this piece of code, which is the bootloader, it knows where the kernel is and where's
I will call it a binary file called the initrd, yes, and it's to load the kernel to the memory and load as well the initrd. The initrd, it's a package of a lot of stuff needed for the boot up, or it's needed until you have a hard disk connected to the kernel or connected to the system. In this initrd, you can pack whatever you want. It's already stuff compiled inside this file. You can find drivers, for example, drivers that you need to, access the hard drive or access the partition or ask, or for example, sometimes activate the network devices. All this stuff is included inside the initrd. So after this, we are in a state where the system, the bootloader starts the system. Start the system, that means it gives the execution to the first process which need to be started. In normal or in all system V systems, which is initrd, we have six init init levels. This init levels, there are seven from zero to six. Each number reflects a state of the machine that we need. This run levels is defined in a configuration file called etc init tab normally in all Red Hat based systems. And inside etc rc.d folder, you will find a folder for each level. Inside this folders, you will find some scripts, scripts starting with an S to start up the services, and scripts with a prefix key to kill the services. So, and there's as well a number, so that defines the sequence of starting the services. And in this etc init tabd, you can define on which level the system needs to be booted. So if you have a zero, that means it's a shutdown. One, it's a single user mode. Two, it's a multi-user mode. And three is multi-user mode with network. Four, it's not defined. You can the user can define it as he wants. The five is the graphical mode. And so the six, which is rebooting the system. So that means if we set inside the etc init tab, so boot to, for example, level three, that means all the scripts with S prefix when we are putting the system inside folder etc rcd slash rc3.d will be executed to bring up the system until the state which is defined in this folder actually. And the scripts will be executed in a sequence which is defined in the naming. So maybe it's not the optimal way to put the system, but it was, in the past, it was the way, which is totally replaced with a new concept in systemd, which we call it the targets. So the target, it's not in a level. It's not in a level or a run level as in systemv. It is grouping some units to present a state. So for example, if I say I need to bring the system to this target, that means a set of group, a set of units, or let's call units, it's maybe a present, can present a volume, can present a socket, can present a service, whatever. A collection of this units or resources needed to be bring up to this state. So that's the target. But targets can be used as well as initial level. As well, normally in systemd, when systemd starts, by default it brings the system to a default target called default.target. Default.target is defined inside etc whatever, we will see it later, and it's actually a link to a specific target. Normally, by default, it's the multi-user.target, or it could be as well the graphical, depends on the distribution. But normally with all enterprise Linux, it will be multi-user targets. And this target will bring the system to a specific defined state. So how these target units are looking like?
Actually, that's the definition of a file. It's a file inside etc systemd system default.target. Actually, this default.target, it's not more than a link, simulink to the multi-user target in my case. And as you can see, we'll find everything here regarding multi-user. So at the beginning, there's a description described what's this unit, where you find the documentation for it. And there's four parameters, which is the requires, conflicts, after, and allow or isolate. So requires, that means this target cannot set in a live status without having this thing in an active status. So that means before I'm able to say that multi-user target is active in active status, I need to bring basic.target to an active status. So that's the require. The require, that means it's a prerequisite, and I cannot tolerant with this prerequisite. With conflict, that means if I need to bring this target to active status, all this stuff must be non-active, yeah, not inactive. That means I need to shut them down. After, it's a kind of prerequisite, but it defines the state from where I can trigger this unit. So, for example, I can trigger the multi-user or bring the multi-user, start the multi-user. Multi-user, how we call it, target, if I am already in the basic.target or in a rescue.service or rescue.target, if I have these stuff active, I can start triggering the default.target, or I can bring it to the live status or trying to bring it to an active status. So this after, and there's as well before, if you want, define the sequence. So as we told at the beginning in systemd, if you have multiple requirement, so in requires you have multiple targets, multiple services, multiple whatever, all this stuff can be started in a parallel. But if you have an after, that means I cannot start. I need to bring that at the beginning in active mode and then start trying to bring this unit to an active status. The last attribute, which is allow isolate, that means if this target is active, all other units or must be in deactivated. That's why it can be used as an init state, actually, or a run level, because this allow isolate normally is not used with any other units except targets, which is intended to be used as run levels. So that means when I bring multi-user or this default.target, everything else not belong or related or needed by this target will be shut down. That's the allow isolate. So with allow isolate, you define a real run level. So if we say that this unit cannot be started or bring to an active status without having this prerequisites, so there's a kind of dependency. That means if it requires a basic.target, the basic.target is as well a unit, and this unit requires as well a different maybe unit. So here in our case, we have basic target as a requirement, and the basic target as well needs the sysinit target as well, which needs as wants some other targets and maybe some services. So you may ask me what the difference between wants and requires. Wants is actually, it's a nice to have, but it's not a must to change the status. That means I will try to bring this service or this target up to an active status. But if they are not in active status, I can report my status inactive. So it's similar to require, but it's not a hard requirement. So that's the targets. We talked a lot about how we call it parallelization in execution of units and targets, maybe. So how is that feasible actually? With systemd, they implemented a new kind of
inter-process communication model. So in the past, the programmer needs to define it by himself. So each process are talking to other process directly. And there was some implementation in the past, like CORPA or DCOP, which you need to use in case you want to pass messages between these processes. With systemd, they implement a standard way, which is a dbus service, or a dbus, how we call it, shared bus for the communication between services. So the service must not know what dbus actually is doing. It registers itself by dbus, and it can communicate with all the service which is already registered by dbus. Dbus as well present or offers a kind of buffering. That means if I have a socket or a service need a socket, yeah, it doesn't mean that all the service and the socket must be live in the same time, so to work as in the old model. I can only open a socket unit and tell the socket unit, in case you get any request, just trigger this service. So the request is come. That means the socket will notify, yeah, I have something. Dear dbus, just execute, or I need to pass this to the service. It will spin the service, and the service will connect to the dbus, but the packet will not get lost. So because dbus provide this kind of buffering as well. So the message will be passed after the service is there to the service. As well, dbus has a kind of intelligent way to figure out if the service is going to be live soon or not. So the service, whenever the service starts to boot, it can register itself, but not finishing the boot, or we call it the startup. So dbus, yeah, I've called in a kind of, yeah, make it simple. It's just shared path where all services can communicate with each other. It offers a standard interfacing, so all the services can communicate to each other through this standard interfacing. There is no need for this complicated implementation anymore to use multiple system paths. It makes stuff, yeah, much simple. So let's get our hand a little bit dirty with the stuff, and let's execute some commands. So find which the which is the, for example, the default target. We can use our best friend, which is the systemctl command, and get the default, and that this command will inform us which is the default target that I have on this system. So in this case, it's the multi-user target. So if I get to the systemctl as well, get the status of this target. Dash user dot target, and then I find that this target is in active mode. Let us check the unit of this and check maybe the conflicts of this. So let's make a get of this file, for example, and as you can see, it's conflict with risk.service and risk.target. So let us check if this service active. So the service is inactive because it's conflict. You cannot bring that live inactive mode if it's the service inactive mode. But as well, if you go, it's also needed, for example, the basic, it's required a basic target. So is this in a live systemctl? So it's inactive. So it's a prerequisite. It's required to be active. Then I can start my target. So that's the command get default, which find which is the default target of the system. We can also set the default as we want. We can use the command, for example, systemctl set default and the target that you want or the run level you want, it's also feasible to do it like this. If we make, for example, ls msl system default,
if you see this file, which is in the target, the default target, it's not more than a symlink to a target. You can as well, if you want, change the symlink. So you can create a symlink to any target if you want, and replacing this symlink with any target you want. And it's the same as set default command. Also, a very important tool, and yeah, like which is the system de-analyze. Just give you some information about the boot and the startup and the time needed for each section of the booting. So for example, if the kernel loading took 1.4 seconds, the init RD loading took 5.7. And yeah, bringing the system to the user space, it took about 1 minute, 6 seconds. And we, our system administrators don't like to blame. So we can blame the services. So we can find in each service how many time it took to boot up during the last boot of it. And we can also have a critical chain. Critical chain, you will find the critical path. So you have the service that you have and which service took a long time and which are the, which affects, how we call it, the overall time of the boot up. So as I told you at the beginning, the services are can be started in parallel, but there is a kind of sequence, yeah, some dependencies needed, which we define with after and before attributes. And this sequential requirements may affect the overall boot time. And with this tool, you can find or find where which processes are affecting the overall startup time. Oh, so, 15 seconds for Docker. Yeah. Yep. So, because I have status of. I have this Kubernetes cluster on this. So you can, you will see also that the system is a little bit overloaded as well. So the last topic that I will cover today, it's the journal D. The journal D, it's, I will call it a piece of code. It's actually the log manager in which is shipped with system D as well. What's doing, it's collecting logs and events and yeah, storing this log entries. It changed a little bit in the now we call it the way how we are storing logs that is presented by syslog in the past. So we don't use any more plain text logs, but we are using kind of binary files. This binary file is stored in a format which make it easier to retrieve, make it easier for to make kind of queries and get the information that we need. Of course, with syslog and plain text, you can do as well whatever you want, but it needs a kind of packing a lot of comments in one command. So with the journal D, you will have a tool which analyzing this system. You can give any parameter that you may think about to it, and it will retrieve you the information you need in a fast way. As well, journal D is not only storing logs in a log files on a hard disk, it stores as well all the events, all the stuff as well. It could be in the memory. That means journal D is one of the first services that will be started, and it will store at the beginning before you will have a real mount points. It will store all the logs as well in the memory. Yeah, until you will have a hard disk, if you have a configuration to flash this logs to the hard drive, it will flash them to the hard disk. Yeah, but otherwise it will stay in the reside in the memory. With journal D, it has some main configuration file which can be found under etc systemd journald.conf. There's a lot of attributes you can configure, for example, where to store the data or the logs, the split mode. So in case you want to split, for example, the
binary files according to the user IDs, for example, which is the default. Or maybe you don't want to have only one big file where you store all the logs, which could as well with system with journal D, each user can find its own log. So also these permission handlings as well integrated inside it. You can also define how much from the the resources journal D is allowed to use from the hard disk or from the memory. So maybe defining how to use from the memory is important for all, for example, IoT devices where you don't have a real hard disks attached to them. So everything is in the memory. So it's good to configure stuff like this to not flood the memory with logs. But anyway, the default journal D configuration took that in consideration, actually. So I think it's not flooding more than 10% from the memory size if the logs are residing on the memory. As well, you can define how oft this journal D must flash all this memory or logs stored in the memory to the hard disks or the disk files. You can also forward all the logs to the syslog. So that means you can have journal D and in parallel you have the same or old style text files as well. So that in case you have a tool which is analyzing this text file, so you can keep it and you can forward all the logs which is generated with or collected by journal D to syslog, or you can as well send it to the kernel. You can send it to the console, to the kernel console. You can send it as well to the wall if you want. You can configure all this stuff. You can also define, for example, if I have, for example, a log on this level or an error on this error level. So please send, for example, on the wall or send it to the console or whatever. Send it to a syslog. So you can define as well when to send the logs according to the log level. So some comments which to use journal D. Our friend was dealing with journal is journalctl. Journalctl minus e will take you to the end of the journal to find the latest journal journals. Journalctl minus f will make a kind of it's like tail minus f on a nation or I would call it on a text file or log file. It's real-time log monitoring. Journalctl minus u, you can retrieve the logs of a specific unit. So let's make some examples. So with journalctl, for example, minus e, it will take me to the end of, that's the end of the journal that I have. So with journal minus f, it's a real time. So whenever a log came, I will find it directly. You can get out with control C. With, for example, journalctl minus u. So Kubelet service, I will find the logs, which is related to Kubelet service. So here are all the logs. It doesn't matter if the service, if the system has been put and the process ID changed, so it will find all the logs. With process ID, for example, you will need, if you need to retrieve, some logs to a specific process ID. So the ID, for example, this. Find everything here. It's only Kubelet, but it could be you'll find for something else. Maybe because after the reboot, the Kubelet service get a different PID. Could be as well. You can, which is very important, very useful if you are doing a real system administration to find the journal between time boundaries. Like for so since I need all the logs, since for example, I can give a real date if I want. For example, today. It's the 10th and 14th of October. So from 5 o'clock, 5 o'clock. And I can make until, for example, today,
than 6 o'clock, for example. I will not find anything because the service was shut down. So can do it to 16. So I can find all the logs between that. Also, I think with minus minus put, you will find the put logs, which is really helpful sometimes. Put. These are the logs during the boot, the last boot that you will have. So that's journal D in a fast. So that's everything that I have for today. So if you have any questions, just keep, feel free to ask. It doesn't matter which language, you can ask in German and English. Thanks a lot, Pasha. So are there any questions for systemd as an init service and or logging system? Cool. So if you're having questions and ich kann eigentlich auch auf Deutsch reden. Ja, genau. Ich kann auch. Aber also wenn ihr denn noch Fragen habt, euch aber nicht traut, die zu stellen, ihr könnt ja auch gerne einfach in den Chat reinschreiben, dann kommen wir am Ende der Vorträge nochmal darauf zurück. Ansonsten würde ich jetzt gerne an den Jörg weitergeben, weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen was über Units gehört und Targets, aber noch gar nicht gesehen, wie die jetzt wirklich funktionieren und wie wir zum Beispiel unseren Webserver damit steuern können. Das macht der Jörg jetzt, glaube ich. Genau, er ist mittlerweile auch Präsentator und darf, wenn er möchte. Okay, dann gucken wir mal. Wenn ich da auf Start klicke und dort irgendeinen Bildschirm erlaube, dann ich habe die 10 hier, sieht man hoffentlich jetzt eine Präsentation. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Danke. So, vielleicht ein ganz kurzes Who is zu mir. Ich bin der Jörg Sachse, bin seit knappen 10 Jahren Fachinformatiker hier in Dresden. Vater von einem Sohn, Hundebesitzer. Open Source Enthusiast. Heute das erste Mal das Vergnügen, auch mal hier vorzutragen. Und will euch ein bisschen was über die Unit-Files erzählen und darüber, wie man sich eine eigene Unit schreibt, wie man sich eigene Services definiert. Und ja, mal gucken, Daniel, kannst du dann sagen, wie weit wir noch labern wollen? Also theoretisch könnten wir auch noch über Timer reden und ja, was dann noch so ist. Um die Sache mit den Timern und weiteren Systemd-Features mal ein bisschen abzukürzen. Wir haben ja noch ein riesiges Füllhorn, sei es Resolve-D oder Network-D oder Home-D oder. Und ich bin sogar bald der Überzeugung, dass wir einfach eine weitere Session demnächst anbieten werden, wo wir vielleicht mal auf das restliche Systemd-Ökosystem ein bisschen eingehen können. Machen wir jetzt erstmal Units. So machen wir es. So. Perfekt. Was sagt die Manpage? Eine Unit-File ist irgendwie ein Plaintext-File, was man sich in seine Konfigurationsordner reinlegt, also irgendwo unter etc. Systemd. Im Ini-Style, Ini-Style ist irgendwie den meisten bekannt, also es gibt so Sections, die mit eckigen Klammern gebildet werden und dann ist das weitere Format einfach Key gleich Value. Ich zeige da noch irgendwie ein paar Beispiele und so, also es nie abschrecken lassen. Und Systemd kann sozusagen genutzt werden, um Services zu definieren, also das, was früher sozusagen typischerweise ein Init-Skript gewesen wäre. Ich kann mir aber auch ein Socket definieren. Das ist so das Pendant ungefähr zu einem XInitD, das irgendwo läuft. Ich kann mir ein Device definieren mit Systemd, was irgendwie initialisiert werden soll. Mount-Punkte, Swap-Files, alles Mögliche. Timer haben wir gerade schon angesprochen und ich könnte auch Ressourcen verwalten. Ne? Also ich könnte zum Beispiel sagen, irgendwie die Prozesse so und so kriegen, was weiß ich, höchstens einen CPU-Kern und 2 GB oder irgend so ein Zeug. Also in der Richtung ist Systemd ziemlich mächtig und auch deutlich mächtiger als so die üblichen bisherigen
herkömmlichen Init-Systeme, wenn wir mal nur den Init-Teil betrachten. Ne? Beim Bashar haben wir ja schon gehört, irgendwie ist alles eine Unit in System D, was ich so konfigurieren kann. Wenn ich also mir ein eigenes Unit-File definieren möchte, ob jetzt für einen Service oder für irgendwas anderes, dann habe ich meistens irgendwie erstmal so eine Section-Überschrift in diesem Ini-Format. Diese Section nenne ich Unit per Konvention oder per Definition. Und da kann ich irgendwie meine Unit beschreiben. Da kann eine menschenlesbare Beschreibung rein, da kann ich eine Referenz auf eine Dokumentation hinmachen, ob das jetzt irgendwo im Web ist oder irgendwie eine Manpage oder sowas. Ich kann mir Abhängigkeiten definieren, ne, so wie das der Bashar schon erklärt hat. Und ich kann auch reinschreiben, was mit dieser Unit passieren soll oder was passieren soll, wenn diese Unit sozusagen irgendeinen Fehler hat und abstürzt. Und wenn ich mir jetzt einen Service schreiben möchte, ne, kurzer Auszug aus der Manpage, dann schreibe ich also in eine Unit-Configuration-File. Ne, Units sind ja das übergeordnete Methode, die ich da verwende quasi. Und dieses File heißt irgendwas mit .service hinten dran, laut Konvention. Und da drin konfiguriere ich, ne, ich programmiere ja keine Init-Skripts mehr, sondern ich konfiguriere jetzt systemd, da drin konfiguriere ich alles, was ich über den Prozess, den ich da hoch und runter fahren will, was ich da festlegen will. Ich mache mir also eine neue Section, die Section heißt dann Service, sinnigerweise, und schreibe da irgendwelche Optionen rein, die den Service beschreiben. Zum Beispiel execstart ist gleich und dahinter kommt irgendein Kommando, mit dem ich meinen Service aufrufe. Also, weiß ich, ich könnte jetzt hinschreiben, irgendwie execstart gleich, was weiß ich, user bin Perl oder irgend so ein Zeug. Ne? Also üblicherweise ist das halt irgendein Binary-Aufruf. Ich kann auch exec reload festlegen. Also typisch ist ja in so Linuxen und Unixen, dass ich meinen Prozess nicht unbedingt neu starten muss, um eine Config einzulesen, sondern dass die auch einfach ihre Config selber neu einlesen kann, indem sie irgendein sich ein Signal-Handler implementiert und das Signal dann fängt und statt den Daemon einfach zu killen, dann ihre Config neu liest. Ich kann auch beschreiben, wie ein Restart für den Prozess aussehen soll, den ich mit dieser Unit definiere. Ich kann mit Type konfigurieren, ob das jetzt ein Service ist, den ich nur einmal starten soll und dann läuft der einmal durch und wenn der zum Ende gekommen ist, ist der am Ende und dann ist gut, oder ob das irgendwas ist, was forkt, oder ob das ein Daemon ist oder was weiß ich. Und ich kann in User-Kontext beschreiben. Ich muss also mein Service nicht unbedingt als Root starten, sondern wenn es da irgendeinen Service-User gibt, der, was weiß ich, Apache heißt, und ich starte dann einen Webserver, dann kann ich natürlich auch das als User Apache starten, statt da halt irgendwie unter Root laufen zu lassen. Es gibt noch ganz viele tolle andere Sachen mehr. Das ist natürlich blöd, das in so einem Vortrag zu sagen, aber die Manpage ist echt euer Freund. Also die ganzen Unit-Files und die Services und so sind super online dokumentiert bei den Systemd-Leuten. Und da kriegt man auch die genauen Details zu diesen Optionen, die man da verwenden kann. Kleines Beispiel, wie so ein Service aussieht. Ich habe jetzt so getan, als wenn ich mir hier irgendeinen Fantasie-Service selber definieren möchte. Der heißt halt irgendwie myserve.service. Und Verzeihung. Und da sieht man ungefähr, wie das aussehen würde. Ne? Der hat also eine Unit-Section und eine Service-Section. Und in die Description schreibe ich irgendwas rein. Ja, das ist jetzt in dem Fall irgendwie relativ sinnig. Bei After sage ich, ich will auf jeden Fall, dass der Service erst gestartet wird, wenn mein Network-Target erreicht ist, ich also irgendwie Netzwerk auf meiner Maschine habe. Und ich kann unter Documentation, habe ich jetzt da eine Manpage verlinkt, die ich hoffentlich installiert habe, als ich das Ding aufgesetzt habe. So, und unter Service habe ich dann hier relativ beispielhaft einfach mal geschrieben, ich will da irgendwie irgendein Perl-Skript mit NoHub starten im Hintergrund und dann läuft es halt wie so ein Daemon irgendwie rum.
Ich habe unter exec reload hingeschrieben, dass da kill aufgerufen werden soll, wenn das neu geladen werden soll. Und ein Hang-up-Signal, also Sig-Hub-Signal-Hang-up, gesendet werden soll an die Main-Pit von dem Perl-Prozess, also an die Prozess-ID von dem Perl-Prozess. Und behaupte jetzt einfach, dass meine myserve.perl-Datei irgendwie dieses Signal dann fängt und entsprechend reagiert, statt den Service komplett, also tatsächlich zu killen. Der Service wird on failure neu gestartet, also wenn der irgendwie abstürzt oder so, dann sorgt SystemD automatisch dafür, dass der Service von selber neu hochkommt. Und das ist hier ein Prozess, der irgendwie root gehört und sich auch nie wegforkt oder irgend so ein Zeug. Genau. Da der Bashar schon echt gründlich war und schon das meiste erzählt hat, was sonst so dran ist, bin ich tatsächlich schon am Ende. Bei mir würden jetzt, ich klicke mal vorsichtig durch die nächsten Folien, bei mir würden jetzt hier irgendwie Timers auf dem Sockets auf dem Plan stehen. Genau, also Sockets würde ich gern auf jeden Fall sehen. Wenn du magst, kannst du auch Timer nochmal reingehen. Ja, dann machen wir kurz gut. Timer. Ja? Viertelstündchen hast du noch. Genau. Genau. Traditionell ist irgendwie ja Cron den meisten im Begriff auf so Linuxen. Und Cron hat aber einige Nachteile. Das macht halt keine Log-Rotation für mich. Ne? Wenn ich jetzt meinen Job mit Systemd starte, dann laufen halt die Logs nach Journald. Das heißt, ich kriege da irgendwie Log-Rotation. Ich kann mit Timern meine Services zum Beispiel zeitgesteuert, also überhaupt zeitgesteuert starten, aber auch zufällig verzögern, sodass ich jetzt nie unbedingt 100 Services gleichzeitig im gleichen Moment starten muss oder 100 Forks oder was auch immer. Ich kann da irgendwie Ressourcen limitieren, kann da Quotas festlegen und irgendwie den Umkiller konfigurieren, sodass der halt im Zweifel meinen Prozess nie wegkillt oder Niceness festlegen und so Zeug. Und noch ganz viele andere Sachen mehr. Ich habe das hier aus einer längeren Präsentation. Die Zusammenfassung ist, Timer sind ziemlich cool und meine Empfehlung ist, macht das ruhig mal. Die Struktur von der Folie hier kennt ihr ja schon von der Service-Folie, also irgendwie ein Timer ist auch wieder so eine Unit-Configuration-File, auch wieder im INI-Format und diesmal muss halt die Datei auf .timer enden. Ja, Überraschung. Die Section-Überschrift ist jetzt auch nicht Service, sondern die Section in dem INI-File heißt dann halt Timer. Und ich kann wieder Optionen vergeben, die halt für Timer spezifisch sind. Zum Beispiel on Calendar, da kann ich sozusagen eine genaue Uhrzeit angeben oder ein Datum, wann dieser Service laufen soll. Ne? Das ist also das, was ich üblicherweise bei Cronjobs so mache. Ich kann Randomize Delay Seconds angeben, also der startet dann meinen Service nie genau, was weiß ich, 0 Uhr oder was auch immer ich bei OnCalendar festgelegt habe, sondern der startet dann den Service ein paar Sekunden vorher oder ein paar Sekunden nachher oder auch viele Sekunden vorher und nachher. Ja, mein Husten plagt mich noch ein bisschen. Ich kann festlegen, ob ich das System dafür aufwachen lassen möchte oder aufwecken möchte, um sozusagen den Service, der mit diesem Timer verknüpft ist, dann aufzurufen. Und ganz, also der wichtigste Teil oder einer der wichtigsten Teile ist quasi der allerunterste, nämlich Unit ist gleich. Das ist die Verknüpfung zu, ja, im Beispiel jetzt meinem Service, den ich aufrufen will, wenn dieser Timer abläuft. Ich kann natürlich auch irgendeine andere Unit starten, aber typischerweise würde man, glaube ich, Timer für Service Units schreiben. Kleines Beispiel. Ich habe hier also irgendwie aus dem vorherigen Beispiel mein myServe.service, den gibt es noch, ne? Das Perl-Skript, was wir vorhin gerade hatten, was da irgendwie über eine Service-Unit gesteuert wird. Und tue jetzt so, als hätte ich hier mir einen Timer dazu geschrieben. Da gibt es wieder in meinem Unit-File eine Unit-Section mit der Beschreibung für den Timer und einer Dokumentation. Und dann sage ich einfach, on Unit Active Sec ist 3600, das ist eine Angabe in Sekunden. Ich sage einfach, wenn dieser Timer aktiviert wurde,
dann warte eine Stunde und dann starte die Unit myserve.service. Und was ich dann mache, ist sozusagen nicht mehr, wie das der Bashar gezeigt hat, dass ich dann einen Service starte von Hand oder so, ne? Oder beim Boot, sondern, oder bis, vor allem, dass ich den Service enable, sondern ich enable den Timer und warte darauf, dass jedes Mal mein Timer abläuft und der Timer kümmert sich darum, dass der Service gestartet wird. Wichtig ist eigentlich nur, dass die beiden gleich heißen. Also wenn ich einen Timer habe für myserve, dann muss der Service myserve.service heißen und der Timer muss myserve.timer heißen. Damit man das Unit unten weglassen kann, ja. Genau, ja. So ist es. Buckets. Theoretisch nimmt man für Dinge, die selber eigentlich kein Netzwerk sprechen, aber nach, also per Netzwerk von außen erreichbar sein sollen, traditionell irgendwie Inetd oder Xinetd. Aber ja, das ist ja weder der neue heiße Scheiß noch irgendwie so richtig optimal, weil Xinetd jedes Mal den Daemon, der dahinter steht, neu spawnt. Und weil halt Xinetd auch diese Dbus-Anbindung nie hat, von der der Bashar geredet hat, kann ich halt erst Nachrichten an diesen Socket schicken, wenn mein Service da ist. Und ich kann auch nie den Service hinter dem Socket einfach transparent wegtauschen. Deswegen kann ich mir ein Socket schreiben. Die Logik ist wieder ganz einfach, ne? Die Unit-Konfigurationsdateien heißen dann hinten .socket. Und ich schreibe dann in meine Unit eine Section mit dem Namen Socket. Und referenziere mit dieser Option Service ist gleich halt irgendeine Service-Unit, die ich vorher geschrieben habe. Es gibt dann auch gleich nochmal ein Beispiel dazu, dass wir jetzt nie verloren sind. Dann sage ich mit Listen Stream, worauf eigentlich gehorcht werden soll, was da im Netzwerk erwartet wird. Und dann kann es losgehen. So. Ich habe hier mal ein Beispiel, was ich frech irgendwo online geklaut habe. Das sind jetzt sozusagen drei Files. Das oberste, also ich habe die Dateinamen oder die Editor-Aufrufe hier mal fett hervorgehoben, damit man wenigstens ein bisschen durchsieht. Ich habe also ganz oben irgendein Shell-Skript, das wartet darauf, dass ich irgendwie Text eingebe und würde normalerweise nur lokal funktionieren und wenn ich halt irgendwie Q eingebe, dann beendet sich das Shell-Skript. So, jetzt möchte ich aber, dass das Ding von außen erreichbar ist. Schreib mir also dieses rcmd.socket-File für Remote Command oder was auch immer. Hab da wieder eine Description drin und sag dann, okay, mein Socket soll auf dem Port 5900 lauschen und irgendwelche Verbindungen annehmen. Mehr muss ich gar nicht machen. Und dann schreibe ich mir unten in der dritten Datei sozusagen ein Remote Command Add Service. Das ist quasi SystemD erlaubt so Service Templating. Das führt aber, glaube ich, jetzt ein bisschen weit. Also es ist ein Service Template für einen Service, wie wir ihn vorher schon hatten. Und dort sage ich einfach unter execstart, ich will das Remote Commands.shell-Skript aufrufen, was ich ganz oben schon geschrieben habe. Und der Standard-Input von dem Ding soll halt nie der Standard-In von einer Shell sein oder sowas, sondern der soll von einem Socket kommen. Und wie wir das gerade schon hatten, weil halt die .socket-Unit und die Service-Unit gleich heißen, funktioniert das dann plötzlich ganz magisch. Und ich kann halt mich, was weiß ich, mit Telnet dahin verbinden und von Remote aus mit meinem Shell-Skript reden. Und wer jetzt irgendwie dieses konstruierte Beispiel nicht mag, so funktioniert zum Beispiel auch CheckMK-Monitoring, wenn ich das nicht über Xinetd verwenden will, sondern über
über Systemd, Sockets und Services. Also das ist was man draußen auch benutzen kann. Ja, eigentlich für alles, was ihr gerne im Netzwerk benutzen möchtet, aber was halt keine Netzwerkanbindung hat und was nur Standard-In kann. Solange das irgendwie Standard-In kann, funktioniert das super, Standard-Out. Ja, ich denke mal, an der Stelle mache ich Schluss. Das nächste, was hier hinten dran steht, sind irgendwie Mounts, aber das Prinzip habt ihr ja jetzt, denke ich, alle verstanden, wie man so eine Unit schreibt. Wichtiger Hinweis hinten dran vielleicht einfach noch, ihr müsst Systemd diese Units bekannt machen. Also einfach mit System Control Enable Unit File das Ding aktivieren. Also beim Boot hoch. Oder wenn ihr was ändert, einfach mal ein System Control Daemon-Reload aufrufen. Dann kriegt Systemd mit, dass es da irgendeine Änderung gab. Genau. Aber sonst ist es eigentlich keine große Magie. Ja. Wenn es Fragen geben sollte, entweder direkt jetzt oder ihr erreicht mich auch über die Telegram-Gruppe später oder was weiß ich, im Anschluss oder so. Ne? Ja,